Du Scheiße. Kuriositätenkabinett startet. Ach, bist auch eingeladen worden zum Burgeressen? Ja, Junge, wenn der mal einen ausgibt, dann bin ich dabei, wa? Weißt du, wer noch alles kommt? Henning. Ach du. Nee, Henning kommt Henning. Jan Roskamp. Oh, ich muss. Ja, Frau Hack, Johanning, hallo. Wolfgang. Hier, hallo. Ist schon wieder so weit. Ist auch wieder seriös, ja, ne? Ja, ja, der kann auch mal nerven, ne? Hast du schon frei? Nee. Ja. Nur ein kleines Päuschen. Ja. Wann ist denn der letzte Tag bei Firma Gebhardt? 23. 23. räumen wir ein bisschen auf, frühstücken und dann. Die Maler müssen auch noch, ne? Sind nicht so wie Trockenbauer, oder? Da wird noch gearbeitet, da oder? Da wird noch ein bisschen gearbeitet. Auch bei der GBE, ja? Ist ja sehr lustig. Ja, nützt ja nichts. Locke, sag mal, hat Ron dich nicht zum Burgeressen eingeladen? Nö. Also, das kommt ja heute. Ja, klar. Heute ist Burger, weil das ist aber unverschämt. Weil er so geizig ist. Ne? Dann sagt er den zwei, drei Leuten Bescheid. Nee, lass mal stecken. Mann, die ehrlich arbeitenden Leute wie dich, dich lassen sie links liegen, ne? Das hier macht er. Ja. Sag mal, auch wenn der Ron gestresst ist, also dich nicht eingeladen hat, ist ein Fauxpas. Ja. So, das merke ich mir und ist gut. Nein, Quatsch, Spaß. Du bist auch dick genug, oder? Ja. Kommt der jetzt zum Foodtruck her oder was kommt der? Bleib einfach da, Locke, es interessiert auch keinen mehr. Nee. Junge, 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 sogar mit Arbeitsjacke. Ja, sicher. Muss man doch. Dich habe ich auch schon 100 Jahre nicht mehr gesehen. Alles gut? Ja, muss ja. Und bei dir? Ja. Ich habe dir einen neuen Firmenwagen mitgebracht. Oh, danke. Moin. Hi. Diesel, 4x4 Automatik. So er kommt hier an und will direkt verkaufen. Er weiß, das ist Jan. Kommt hier an. Jo, Leben ist kurz, muss man Geld verdienen. Aber du hast die alte Jacke noch an, also da will ich gleich mal Stress im Büro machen. Echt? Ja. Aber ich trage immer meine Sachen auf, über 10 Jahre. Nimm dir mal aus so einen Koffer. Du kannst dir nicht alle Koffer vor deine alle zeigen. Jan hat doch nichts mehr. Jan hat nichts mehr. Tschüss, Jan. Tschüss. Kann das angehen, ey? Komm mal hier. Tschüss, Ron. Tschüss, Matthias. Du bist auch so ein richtiger Pisser, weißt du was? Aber ich bin ja, weißt du was? Weihnachtsgeschenke, so ein Zippo, das ist ja geil. Hab ich von Matthias so gekriegt, das war nicht mein Weihnachtsgeschenk, ne? Du hast eins von mir gekriegt? Ja, zwei sogar. Zwei sogar? Wo ich bei dir war und mir den Boden ausgesucht habe. Ja, ich muss. So was vergisst du dann, ne? Komisch. Ja. Das ist nicht nur darin sei, das hier bei mir ist auch in. Wie gesagt, ich habe noch eine alte Jacke, ich soll mich um eine neue kümmern. Das ist eine aktuelle Jacke. Nee, aber guck mal, Ron, also so kannst du doch. Er kommt hier ausgestiegen aus dem Auto und sagt zu mir: Hier, guck dir das Auto an. Diesel, bla bla. Er hat wieder direkt ein Verkaufsgespräch mit mir geführt. Die Zuschauer kennen den guten Jan noch. Nee. Besitzer. Das Schlimme ist ja, was fühlt er denn mit dir? Er muss ich das sowieso bezahlen. Ja, aber er kam raus. Ne? So, weißt du, weil, Nebelmaschine. Weißt du, wie die Scheiß auch, weißt du, die gehen ja durch. Ne? Hast du das schon mal gesehen? Da läuft ja ein ganzer Tross hinterher. Der eine kümmert sich ums Essen, der andere kümmert sich ums Geld und der andere kümmert sich darum, um das alles zu bezahlen für die Geschäfte. Und der Scheich, ne, der geht nur durch. Guck mal, Filme sehen. So, der geht, genau, nur noch. Fünfmal, ja, so der Ferrari, ja, fünfmal. So wieder durch. Und der Tross dahinter, die müssen sich dann um Bezahlen kümmern, um die Geschäfte kümmern und so weiter. Und so bist du auch. Du sagst doch immer, wir sollen uns um dein Geld keine Gedanken machen. Oder machen wir das? Ja, wir sind doch mein Geld, wir sind doch mein weniges Geld, ja, viel mehr als ich. Der arme Kerl. Ja, genau, das ist ja nämlich, das ist nämlich die ganze Fassade mit ihm, nämlich, der arme Kerl. Das ist seine Fassade, ist das. Das war Radikabiolet, sowas gibt es gar im nicht. Winter, im Winter. Ja, natürlich. Im ja. Winter. Du weißt, wie es geht, du. Ja. Ne? So, jetzt geht gleich die Sonne unter. Bei uns ist es auch was anderes. Wir helfen uns ja einfach nur gegenseitig. Ja, wir sind alle arm dran, haben aber alle die gleiche Bank. Deswegen, ne? Ach, ich muss aber im Haus gemacht haben, Matthias. Neues Auto. Was ist das? Oh nein! Da kommt Peter in die Tür. Hab ich doch gesagt. Weißt du was? Sonst gibt? Was ich? Der hat für 50 Leute 30 Burger bestellt. Für 50 Leute 30 Burger? Ja. Ja, wieso ich denn? Du kannst auch gar nichts. Du kannst überhaupt nichts. Ja, aber das hier springe ich gleich ins Gesicht, mein lieber Freund. Was willst du denn jetzt von mir? Was springst du denn? Wie willst du denn? Ich habe die Scheiße bestellt, weil du springst bei Timo da hinten. Wo ist mein Kaffee?
Kannst du selber einen machen. Ja, siehst du, kannst du selber machen. Peter, wolltest du nicht Ron noch eine reinhauen für die Aktion? Ich war Nein, pass auf, ich habe mir gesagt, du kannst Weihnachten entweder im Streckfahrmann verbringen oder du bestellst dir euren Foodtruck her. Und wo ist der Foodtruck? Also die Wahl. Der steht da hinten schon. Wo steht der denn? Die Wahl wird doch eng jetzt. Was ist denn hier jetzt? Hinten auf dem Hof steht der. Was machst du? Ich habe Hunger. Wenn wir vorstellen. Ja, wenn wir vorstellen. Siehst du auch aus, dann sieht man meinen Sticker so an den Diva. Wir beide hier auch wirklich die einzigen Normalen sind. Ich glaube, normal sind die alle bekloppt hier, weißt du was? Wie die ersten Menschen, oder? Ja, guck mal, und dann noch Wilfried dazwischen. Ja, das will auch nichts machen. Das ist ja. Was willst du von mir da hin? Er hat aber. Aber. Bestellt sie schon Flugzeuge in der Küche? Ja. Das ist also eine scheiße Masse. Und hier bestellt sie keins mit. Können wir vorstellen. Aber er hat ich auch. Ich wollte jetzt eigentlich gerne einen Gutschein geben für den Zoo. Aber da fahren wir alle zusammen hin. Wilke, du. Udo, nee, Udo bin ich dabei. Du! Und wieder lang bei. Wieso willst du Udo nicht dabei haben? Nee, weil Udo, nee. Udo ist aber. Nee, weil Udo gibt ja nie was aus. Das ist ja das Schlimme. Fängt die Debatte wieder an. Ja, ja, wieder los. Dann kommt die Udo-Armee wieder. Ja, dann ist so. Ja, er gibt dir nie was aus. Der kommt immer an. Nee, wieso? Das ist doch ganz klar, wollen wir nicht mit dir fahren. Popo, nee, pass auf, pass auf. Ja. Pass auf, jetzt kommt's. Nie was ausgeben, ne? Wilfried Tesch fährt mit uns ins Weserstadion. Nichts bezahlt, hat sich den ganzen Tag von vorne bis hinten verwöhnen lassen und wird zu Hause, und wird zu Hause abgesetzt. Aber Udo gibt auch, jetzt hör mal auf, wie sauer er wird. 100 Euro hast du gekriegt von mir. Ja, was habe ich bezahlt? 1000. Sollen die jetzt kenne ich, die habe ich andauert. Aber Udo, doch. Ja, das ist klar. Wie sauer er ist. Du bist da oben gegangen, in der VIP-Lounge, gibt es nicht. So was kann ich nie ab. Ja. Wir beide bewegen uns auf dünnen Eis. Ja, ja, ganz dünn. Take-Team. Ron und Wilke gegen Peter und Wilfried. Ja, Peter ist ein Klappschwanz, den machen wir so fertig, guck ich mir. Hier, guck mal, der wird höflich. Ja, aber eigentlich habe ich auch wieder. Bekommst du in die Küche Wassertank füllen? Ich kann es halt nicht gemacht. Doch, ich kann du das. Du hast ihn aber bestimmt jetzt auch ganz rausgezogen. Hast, oder? Wir können so einen Hahn rausziehen, da drauf rein. Ich hab's vergessen, ne? Ja. Hast du die neue Maschine aber gar nicht gesehen. Hast du gesehen? Die Arme hier nach rechts, die ist dann ausgebeult hier. Und hier links, hier sitzt sowieso sitzt hier drin. Alter. Das ganze Ding geht nach rechts. Wäre das nicht noch ein Job für dich? Was? Raumausstatter oder was? Aber hier. Das ist aber auch ein, also mein lieber Mann so. Da bin ich schon so ein bisschen neidisch, wenn ich das schon, ne? Diesen Monitor hier so sehe. Da kannst du die Frauen von links nach rechts durchlaufen lassen, ne? Richtig so komplett. Das ist ein Verrücktenhaufen hier, ne? Das ist so ein Idiotenhügel hier. Das ist übrigens auch dein Weihnachtsgeschenk, Jan. Was? Die Kaffeemaschine. Ja. Ist halt so. Achso, dann kannst du die andere aber in Zahlung nehmen, die ich da stehen hab. Die habe ich mal von irgendjemandem gekauft, so ganz unter der Hand irgendwie. Kannst du für 1200 wieder kriegen. Ganz ehrlich, wir brauchen auch gar nicht wieder aufmachen. Wir haben uns nicht alle immer rumgetragen. Weißt du noch, als wir beide bei Jan Thomas essen waren? Oh ja. Also so ein, wie nennt man das, Anwesen kann man fast sagen, ne? Schlossartiges Anwesen. Da gehört Ihnen ja auch nichts von, genau aus der Bank. Ja. Von meinem Vater meinst du? Ja. Ich muss 30 Burger für 50 Leute. Musst du Timo mal in diesen halben Monat bestellen? Ich immer nicht mit deinem Burger auf den Tag. Außer ich krieg mal eine 2. Ja, ich krieg gar keinen, damit Peter 2 kriegt. So. Verzichte darauf. Ja. Und ein Veggie-Burger? Oder so? Zieh mir jetzt den Finger durch die Ritze und schmier ich das da oben drauf. Bestimmt nur vegetarisch. Was macht denn Christoph Walz hier? Ja. Kennst du den etwa auch? Sag mal, Jan, wie viel schleppst du hier eigentlich raus? Ja, das ist viel. Guck mal, passt nur hier. Weißt du, das ist noch mal jemand. Ja. Jan, du, von A nach Z. Finde ich mal gut, dass du jetzt die Geschenke direkt an deine Mitarbeiter weitergibst. Ja, genau. Helden, ja. Das sind aber schöne Geschenke für deine Leute. Ja, ne? Muss mit Ron noch sprechen. Und noch überhaupt. Jan ist angepisst. Er hat nicht den ganzen Tag hier rum. Zu pimmeln, er will was essen, hat er gesagt, keine Zeit, er muss ja, ich arbeiten. Weiß nicht, wo der dumme Arsch auch ist, hat Timo noch wieder an Schuld. Ja, hier ist der Food-Truck noch, oder nicht? 13 Uhr. Hier, Emma End Financial Service, das wäre doch schon mit der Riesenfieber. Das wäre schon eine
Ja, hier, 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 du musst nie hören, so geil. Wie, damit ist er mit dem Auto hier hingefahren? Ja, klar, wenn man da hinläuft. Das sind reell 12 Meter. Ja. Ah, da steht Paco ja auch, guck. So. Ey, Alter! Du sollst arbeiten und nicht nur rumlaufen mit einer dusseligen Kamera. Sag mal, wirst du jetzt auch noch frech zu mir hier? Ich wollte dir jetzt schöne Weihnachten wünschen. Schöne Weihnachten, Johann. Siehst du, wenn du mal so wärst. Hier ist er, alte Frische. Junge, Junge, Junge. Werbung, ich mache Werbung für unsere Mann. Hey, Diggi. Bist du mit kurzer Hose arbeiten oder was? Hallo. Lange Hose. Das ist doch 20 Grad draußen. Siehst aus wie polnische Rakete. Bist du auch topfit oder nicht? Nee, noch nicht. Also das Jahr hat mich gar nicht fit. Pass auf, liebe Zuschauer, damit ihr es wisst. Mirko und Paco sind die einzigen Mitarbeiter von Ron, die sich beschweren, dass sie jetzt Urlaub haben, ne? Genau so. Darf ich hier gerne nächste Woche arbeiten? Da beschwert euch wirklich drüber, ne? Ja, na klar. Unsere Vita, unsere alles, da klauen uns alles. Hey, Wolle! Das sind alle da, Janis Hauser. Wo ist der Schnitzel? Jo, Wolfgang, was ist los bei dir? Ich kann halbe Schweine essen. Lädt ein und hier gibt's nichts, ne? Nee, hier kommst du wieder nicht. Ich hab dich so lange nicht gesehen. Nee, wie geht's wir dir? Haben uns, ja, du bist ja immer nur dann da, wenn ich nicht da bin. Ja. Wie kann das sein? Bewusst. Wollte ich gerade sagen, bewusst, ne? Bewusst. Der Filmer schon wieder. Ne? Wir beide müssen eigentlich mal wieder mit Ron in den Großmarkt, oder? So, genau. Ich brauche nämlich wieder Olivenöl für 100 Euro. Der Tropfen. Der Tropfen. Dicken Klamotten, Junge. Bist du schon wieder voll, Immer noch. Die Bürohengste. Erik, was geht ab, mein Freund? Schöne Weihnachten dir. Guten Rutsch, wenn wir uns nicht mehr sehen. Wolfgang, ja, Wolfgang. Okay. Dich filme ich am liebsten, Wolfgang. So, ne? Eine Hand, hey, ich sag das nicht. Das ist eine Rolex, oder? Ja, die, hier. Ah, Barflamme. So, du hast noch abgewonnen. Das ist eine Kräuter. Ja, das ist unglaublich. Wolfgang ist sauer. Weil er auf Essen warten muss. Ja, Wolfgang sauer. Also, weißt du, wie lange ich immer auf Ware warten muss bei dem? Ja. Der ist wirklich sauer. Der ist am Motzen, muss mal gucken gehen. Ja, muss nach Hause fahren. Hast du die angehört? Also, wo sind die da gelegt? Haben die das Ding, haben die eine Safari mitgemacht oder was? Alter. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin gar nicht mehr so lange draußen. Was hier los? Liebe Zuschauer, damit ihr Bescheid wisst, dieser Container wird an so Stimmfelde gespendet, habe ich gehört. Da war wieder großkotzig. Da baue ich euch eine VIP-Loge. Kommt auch. Oben vom Schildkalten, bis hierhin, Betonfundamente. Und dann machen wir oben eine schöne Loge drauf. Da kommt eine Treppe hoch. Weil Ronny unterstützt ja Stimmfelde. Weil das ist der einzige Feind, der es nicht mehr ab. Der, weil Ron unterstützt Stimmfelde, weil es der einzige Feind ist, der nicht mehr absteigen kann, weil tiefer geht es ja nicht. Deswegen erhofft er da einen Umkehrschluss, ne? Weißt du, ist ja eigentlich schon mal aufgefallen, dass es immer nur um Kreise dreht. Ja, der Wirtschaftskreis ist auch. Wie wir erben, kommen wir auch nicht höher. Nee, so, nee. Wir sind immer unten. Aber diese Wimloge wird dem Verein helfen, höher zu kommen. Hier sind die Hirti, Johann und Hirti immer. Sag mal, wie sieht das Auto denn hier aus? Ja, die musst du in die Halle mal gucken, das Ding mal an. Die haben auch nicht, die haben ja mit der Safari gemacht. Wisst ihr, was der Bums gekostet hat? Ja. Und ich darf ja nur Langstrecke fahren. Nur Langstrecke darf ich fahren. Ja, aber der halbe Motorenlänge. Das ist auch besser, das Auto. Guck mal, da ist Wolfgang, alle. Hier ist aber sicher. Was machen die mit dem Auto? Du, guck dir das mal an. Also ich habe das Gefühl, der ist schon zwei Tage nicht mehr gewaschen worden. Hör mal, wo die Wasser. Hier. Wolfgang, komm mal eben kurz. Ganz wichtig. Wolfgang, komm mal her. Hier, wir brauchen deine Produkte zum Auto sauber machen. So. Ja. So. Sag doch mal, sag noch mal vor Ron, was du gerade gesagt hast. Was ist hier mit Essen? Essen? Ja, Essen. Jetzt ist er auf einmal gerade. Kein Essen hier, ist ganz klar.
Das ist eine Überraschungsweihnachts. Also vorweg schon, du, ich schnitzel uns besorgen. Moment mal, ne? Wolltest du mitbringen? Ja, du musst dich auch kümmern. Wolle, Überraschungsweihnachtsfeier heute, Firmenautos putzen. Ja, oh, unter Anleitung von... Wir haben ja noch hier AdBlue. Damit kriegen wir die schön sauber. Kommt, hier, Anhänger weg. Das wäre noch eine Aufnahme gewesen, ja, oder? Boff! Er war gerade hier, Geile Nummer. Oh, Joto! Mach auf das Ding jetzt! Er ist auch schon wieder am Saufen. Will der dich echt nicht arbeiten lassen im Urlaub? Nein. Unverschämt. Ja. Ich will was für die Firma tun. Nein, er darf nicht. Ich will nicht für die Firma tun. Die Firma tust du nur, wenn du mal zu Hause bleibst. Und ich mal erholst du dich aus. Also, Wege, ich komm nach Amerika. Aber Ron bezahlt, ne? Ja, ja. Buch mal nach, bis ich noch nicht mehr. Buch mal. Also, aua, steht dir mir noch ein Bein, ja, den Sau. Wo ist dein Alter? Der fehlt doch. Dein Alter fehlt echt. Wo ist Willi? Der Scheiße ist gerade beim Ordnungsamt. Carsten, ich wollte noch so einen kleinen seriösen Touch in das Video einbauen. Jetzt also, dann muss ich beiseite gehen, ne? Ihr beide sowieso. Could it be possible that you have a little Schatten under your pony? Das ist irgendwie ein melancholisches Video, ganz kurz. Wenn du jetzt draußen bist und so um dich schaust, siehst du immer diese Leute, die das ganze Jahr über den Videos immer alle mitgespielt haben. Stehen Nein, aber. Ganz ehrlich, weißt du, was ich da sehe? Geldscheine. Ich sehe ja keine Menschen. Es sind nur Geldscheine stehen. Weißt du, da steht ein Geldschein, da steht ein Geldschein, da steht ein Geldschein. Hier der größte. Ja. So. Ja. Erik, Alter, du brauchst von der Kamera nicht weglaufen. Ja, ja. Azubi des Jahrhunderts, ja. Ne? Sonst alles klar bei dir? Sonst läuft alles. Also was geht sonst ab? Jetzt hast du erstmal Urlaub, wa? Jetzt erstmal Urlaub, genießen, Energie tanken. So muss das ja auch, ne? Ja, endlich was umsonst, ne? So, endlich mal was umsonst.